Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hochzeitsgarten von Landhaus Ettenbühl. Nelly Moser und ich begrüßen Sie ganz herzlich heute Morgen. Ja, und endlich ist es soweit. Unser Hochzeitsgarten ist fertig bepflanzt. Wir haben ja letzte Woche, hatte ich Ihnen noch gezeigt, wie er relativ leer war. Und diese Woche ist ganz, ganz viel passiert. Ja, und Hochzeitsgarten, natürlich, da denkt man sofort an Weiß. Und weiße Gärten sind immer wieder ganz, ganz groß in Mode, werden auch immer wieder propagiert. Allerdings, weiße Gärten können auch ganz schön Frust sein, weil, wenn nicht richtig bepflanzt, ein Regen, ein Gewitter und Ihr ganzer weißer Garten ist braun und hat dann natürlich unglaublich viel Arbeit zur Folge, dass es wieder schön weiß weiterblüht. Und wie wir das ein bisschen umgehen können mit einer cleveren Bepflanzung, wer kann Ihnen das besser zeigen als der John Scarman? Und der ist nämlich diese Woche auch hier, hat alles geplant und mit unserem Team gepflanzt. Und da schauen wir jetzt gleich mal ein bisschen rein, was da diese Woche passiert ist und werden danach aber dann auch noch mit dem John sprechen. Und er wird uns ganz genau sagen, wie er geplant hat, warum, was, welche Pflanzen hier drin sind und ganz viele Tricks und Tipps uns noch mitgeben. Und da bin ich schon auch selbst gleich ganz gespannt drauf. Im letzten Video an Muttertag hatte ich Ihnen ja noch den überwiegend leeren Garten gezeigt. Da waren nur die Obelisken drin mit den Blushing Brides, den Ramblerrosen. Und der John hatte uns natürlich schon im Vorfeld seine Liste für den Pflanzplan hier für den Hochzeitsgarten durchgegeben. Und wir konnten alle Stauden schon entsprechend besorgen. Und hier sehen Sie dann, wie sie in Kisten bereitstehen, fürs Pflanzen bereit, damit dann eben richtig losgelegt werden kann und die Rosen und die Stauden dann eben in den Beeten ausgestellt werden. John hat natürlich einen ganz genauen Plan gemacht. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, denn dieser Garten, dieser Hochzeitsgarten ist wichtig und muss den ganzen Sommer über, im Prinzip vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein, wirklich toll aussehen für unsere Hochzeitspaare und für unsere Besucher. Und der Seppel, der hat natürlich auch alles inspiziert, ob das hier richtig gut ist. Wie immer werden die Rosen zuerst in diesen Staudenbeeten gepflanzt. Sie kennen das schon mit Root Grow. Und wir entfernen unten den Topfboden unserer Kokoscontainer, damit die Rosen ganz schnell durchwurzeln und gut wandern können. Und dann werden nach und nach um die Rosen, wenn die gepflanzt sind, auch die Stauden in die Erde gebracht. In den Staudenbeeten ist es ganz wichtig, auch auf die Architektur zu achten, damit das einfach abwechslungsreich bleibt. Die Mischung aus kleinen, kissenartigen Stauden bis hin zu ganz hohen Spieren- und kerzenförmigen Stauden, da ist alles hier in den Beeten jetzt drin. Natürlich auch für schattige Bereiche und eher sonnige Bereiche, auch das muss natürlich bedacht werden. Und damit es möglichst lange blüht, den ganzen Sommer durch, vom Frühjahr bis in den Herbst. Gleich nach dem Pflanzen wurde hier ordentlich gewässert. Es waren fast 30 Grad an diesem Tag und von daher musste da natürlich ganz schnell auch richtig gut gewässert werden, damit die jungen Pflanzen da keinen Schaden nehmen. Der Weg entlang der Eibenhecke ist gepflanzt mit Geranium Renardii und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Da muss ich den John nachher gleich mal fragen, was es denn damit auf sich hat. Ja, und all die Ideen, die hier in dieser Bepflanzung jetzt stecken, Sie sehen jetzt den Garten, wie er rundum fertig bepflanzt ist, das müssen wir doch jetzt einfach mal mit dem John besprechen, was da alles an seinen Gedanken und Planung drinsteckt, damit Sie da auch ein bisschen davon etwas mitnehmen können in Ihre Gärten. Good morning! Hello! Lovely day, isn't it? Ja, Gratulation zu deinem neuen Hochzeitsgarten. Oh, wow. Thank you indeed. That's kind. Nein. Ja. John, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, was die Woche los war hier bei uns mit dem Pflanzen vom Garten. Was war deine Idee für unseren Hochzeitsgarten? Romance. Always romance. That's the whole point of a wedding garden. And the way you get romance in the garden is lots and lots of little tiny flowers. And so that was the predominant thinking when we came to lay out the garden.
Romantik, das war Johns absoluter Fokus hier im Garten. Klar, logisch für unsere Hochzeitspaare, die ja hier vom Frühjahr bis in das Spätjahr heiraten in diesem Garten. Und die wollen es natürlich ganz romantisch haben. Und Romantik, sagt der John, erzeugt man mit vielen, vielen kleinen Blüten eher als mit den großen Blüten, die wunderschön zusammen harmonieren. Exactly. So the main point in the garden are the roses. And the roses that we've chosen are ones which have got lots of little small flowers that are hugely pretty, and they're repeat flowering, so that we know that we're going to get a lovely garden for the wedding right the way through till September. Also der John sagt, er hat mit der Planung hier im Prinzip angefangen, basierend auf den Rosen. Öfter blühende Rosen, die den ganzen Sommer durchblühen für unsere Hochzeitspaare, und eben die mit den vielen kleinen Blüten, die ganz romantisch dann eben hier durch das ganze Jahr, durch den ganzen Sommer hindurch blühen. Yeah, so we can see over here that we've got Blushing Bride on the obelisks, and it's partly a coincidence in the name, because it's white with the tiniest bit of pink at the beginning. And lots of little tiny flowers. Yeah. And we've kept that theme going with this pergola, yeah, where we have the rambling rector with lots and lots of little tiny, highly scented flowers, followed later by the Lady Scarman. Flowers are a little bit bigger, but that wonderful perfume comes out from the pergola in September. And perfume, of course, is another element that we deliberately put in the garden. Ja. Also hier an den Obelisken zum Beispiel, die war ja schon vorher da gestanden, die Blushing Bride, was eigentlich ein Zufall ist, dass sie gerade diesen Namen trägt, aber passt natürlich hier mit dem Hochzeitsgarten total. Eine wunderschöne Ramblerrose von John, die eigentlich creme oder weiß ist, aber so ganz zarte kleine rosa Anflüge mit in der Blüte hat und wunderschön duftet. Und natürlich andere Rosen hier noch im Garten, die eben diese kleinen Blüten zeigen, aber vor allem auch der Pavillon. Und unsere Zuseher, die schon länger dabei sind, die kennen unsere Kombinationen an den Pavillonen. Da hat der John Rambling Rector gepflanzt, einen einmal blühenden Rambler, der diesen ganzen Pavillon einnimmt und wunderschön blüht und duftet den ganzen Juni durch. Und dann später schließt sich direkt an am gleichen Pavillon The Lady's Garman, nach deiner Mom benannt, yeah, exactly, die den ganzen Sommer durchblüht, ab Juli anfängt und dann bis in den Herbst hinein und auch uns mit berauschendem Duft hier verwöhnt. Und von daher steht es halt den ganzen Sommer dann eben immer in Blüte. Yeah, so that, those were the considerations. And then the roses that we used, which was the next sort of level of the planning of the garden, were those varieties like Flacon de Neige and Lucy's Rose and Yvon Rabier. And these sort of roses, again, with lots and lots of small flowers, giving that romantic feeling. Yeah. So die weiteren Rosen, die der John dann hier drin verwendet hat in diesem Garten, sind zum Beispiel Flocon de Neige, sind Lucy's Rose, was ganz Zartes und wunderschön Romantisches, oder eben auch Sweet Pretty, Yvonne Rabier hast du noch genannt, und eben die geben eine Fülle von wunderschönen kleinen romantischen Blüten eben und sorgen dann hier auch für dieses romantische Feeling. Exactly, and the point about Sweet Pretty is that it's not actually pure white. It's got this lovely tinge of pink in it. And we've used pink and we've used yellow so that we don't fall in the trap, the obvious trap of having a purely white garden with a wedding garden. Yeah. And so by avoiding that, we've actually given the white more reference. Yeah. Der John sagt eben zum Beispiel gerade die Rose Sweet Pretty, da haben wir ja wunderschöne zarte rosa-pink-Anteile drin und auch in anderen Rosen, die hier im Garten verwendet wurden. Da bleiben wir nicht beim ganz reinen Weiß, weil er sagt, das ist immer so eine Falle, in die man reinfällt. Eben hatte ich ja im Eingangs auch schon gesagt, wenn die Rosen eben, wenn dann Gewitter drüber geht, wenn Regen kommt, zack, ist alles braun und sieht natürlich dann überhaupt nicht mehr ansehnlich aus. Und der John sagt, er verhindert das, indem er eben auch ein bisschen zarte andere Farben mit reinspielen lässt, Pastelltöne, damit wir eben nicht in diesem reinen Weiß sind und dann eben nicht diese braunen Gärten haben, die so unansehnlich sind nach Gewittern. Yeah, it's like a painting. If you look at those impressionist paintings, you see lots of little dots of color. And so it's not just pure white. When they do white on their canvas,
There's little spots of pink and yellow and grey and pale blue all mixed together. Yeah. And that's how one should try and approach the garden. Ein schönes Bild eigentlich. Denken Sie an die Impressionisten. Der John stellt sich immer diese vor, mit ihrem Pointillismus, mit den vielen kleinen Pünktchen, die so ein ganzes Bild dann ergeben. Und das sind immer zarte Farben, pastellige Farben, die wunderschön zusammenpassen. Hier eben die, vom Weiß ausgehend eben die Cremetöne, die Rosatöne, die Gelbtöne oder zarte Blautöne, die dann eben das ganze Bild mit vielen kleinen Blütenpunkten ergeben und somit eigentlich das Weiß und die Romantik noch mal anheben und besser hervorbringen. Exactly. And of course we had a problem in the garden with the yew hedge. Yeah. Because yew is it takes all the moisture out of the ground and it takes all the fertilizer and the goodness out of the soil. So we wanted to find a solution to that problem. And what we did was we took a strip about 50 centimeters wide. Yeah. And on the end of that strip, we went round with a spade and we cut the roots down. Yeah. And we're going to do that every year to stop them coming in. It won't do any harm to the hedge, but it will make a huge difference to the border. Yeah. Then, of course, in August, late August, we can actually trim the planting that we've put in there. Yeah. Of a special sort of geranium. And we trim the geranium with a hedge cutter, whiz. We then cut the hedge. Yeah, clever. Take away all the hedge cuttings and the cuttings of the geraniums. And by September, it'll all come back with lovely leaves and look enchanting. And of course, when the guys are going along hedge cutting, they don't have to look where their feet are going. And they're not squashing flat our very best and prettiest foxgloves or delphiniums or something. Yeah. Das ist aber mal clever. Eben, ich hatte ja vorhin schon gesagt, hier an der Hecke entlang, da ist wie ein kleiner Pfad, ungefähr 50 cm hat der John da zwischen dem eigentlichen Blumenbeet und der Eibenhecke gelassen, weil die Eibenhecken so unglaublich Konkurrenz darstellen. Die nehmen wahnsinnig viel Nährstoff und wahnsinnig viel Wasser aus ihrem Beet, was natürlich die Pflanzen, die Stauden und die Rosen, die da angepflanzt sind, dann relativ schnell auch mickern lassen könnten. Und deswegen hast du da 50 cm Pfad zwischen Hecke und eigentlichem Beet gelassen, hast das richtig abgestochen Richtung Blumenbeet, also eine richtige Kante gestochen, dass da auch die Eibenwurzeln nicht mehr so aktiv sind. Und dieser Streifen entlang der Hecke, der wurde mit Geranium Renardii. Yep, that's the one. It's lovely grey leaf and very, very pretty white flowers. Ist natürlich hier jetzt noch ganz klein, aber wir blenden Ihnen das auf jeden Fall mal ein, weil bei uns in der Yellow Brick Road, da ist es nämlich gerade total and schön. And of course the other thing is that it will grow very happily in dry shade. Eben, und das hat der John verwendet, weil es hier eben auch in dem trockenen, sehr schattigen Bereichen neben der Hecke sehr, sehr gut sich ansiedeln lässt und wächst. Aber der eigentliche Punkt ist auch, wenn wir an die Hecken ran müssen, im August zum Beispiel, und da schneiden müssen, dann können unsere Gärtner da wunderbar auch mal drauf treten. Da wird der Storchschnabel, das Geranium vorher zurückgeschnitten. Dann können die Gärtner da drauf treten, ohne dass den Pflanzen groß was passiert, können die Hecke schneiden, das Schnittgut wegnehmen. Mhm. Und wenn dann wieder das alles erledigt ist, dann kommt das Geranium zurück und blüht uns nochmal ein zweites Mal im September. Sehr schön. Also das ist natürlich sehr clever geplant und das muss man natürlich wissen. Und diesen Tipp kriegen Sie heute hier auch vom John einfach so dazu. Das finde ich toll. Yeah, and the other thing that we've done in the planting considerations is to use plants which have got a good foliage. Yeah. Because foliage is always there and flowers aren't. And so you can see, for example, this very pretty Euphorbia silver swan. And it's a delightful thing. And when it's finished flowering, we just simply remove the flowers and then you have this lovely growth after that. And there's some very pretty examples in the inner half, so you can see what it looks like when it's established. Yeah.
Also John sagt, das andere, was er hier in diesem Pflanzplan berücksichtigt hat, ist natürlich die Zeiten, in denen nicht mehr so diese voluminöse Blüte da ist, dass dieser Garten trotzdem noch richtig schön attraktiv bleibt, auch für unsere Besucher und Hochzeitspaare und auch für uns selbst. Und da arbeitet man natürlich gerne auch vornehmlich mit Laub. Und da hat er gerade hier diese Wolfsmilch, diese Euphorbie gezeigt, Silver Swan heißt ja. Die, ne? Die eben mit ihrem wunderschönen Laub, wenn sie dann auch groß ist, einfach ein tolles Statement hier setzt. Und gerade diese Silberlaubigen sind natürlich zu den Hochzeiten auch wieder sehr stilvoll und machen dann echt wirklich was her, auch wenn sie dann nicht unbedingt eben am Blühen sind. Ja. So, and of course the other consideration when you're planting a garden like this and you're thinking of weddings is to make sure that the perfume is there. Yeah. And perfume is one of those strange things that you don't get it unless you plan for it. Mm-hmm. And of course, luckily with the roses and certain varieties, particularly the lady's garden that we've chosen, we know that we're going to get perfume trapped inside these hedges. Mm-hmm. Also, ein ganz wichtiger Punkt, und da sagt der John, das ist eigentlich mit der Punkt, wo es ganz, wo man wirklich ganz aktiv planen muss dafür in seinem Pflanzplan, ist Duft. Und Duft ist natürlich hier ganz wichtig, ist immer wichtig im Garten, weil das ist natürlich das, was die Seele erfreut. Und gerade jetzt hier so im Hochzeitsgarten, wenn unser Hochzeitspaar, stellen Sie sich vor, auf dem roten Teppich hier reinläuft und die werden von dieser Duftwolke begrüßt, das ist natürlich, das hebt das Herz noch mehr. Und das muss man aber ganz gezielt planen, dass man die entsprechenden Pflanzen dann auch hat, die diesen Duft verströmen. Natürlich über die Rosen, aber auch über die Stauden. Ja. So, wie lange arbeitest du an so einem Pflanzplan? Wenn du jetzt, ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, das sind so 10 mal 10 Meter rundherum. Das ist ja im Prinzip die Größe, wie häufig auch ein Hausgarten bei unseren Zuschauern zu Hause ist. Wie lange hast du jetzt an diesen Beeten geplant? Well, in a sense, we were lucky because we already had the obelisks and the pavilion, so those were reference points. And we also knew that we had to make it smaller around the hedge, so that actually the bed wasn't quite so big. Mm. So it took about 2 days. Mm. And what's important about a planting plan is it focuses your mind. Yeah. And you say, well, what do I want? Well, I want, obviously, colour. Mm-hmm. I also want perfume, mm-hmm. and I want it above all to look pretty. Yeah, yeah. And so you use those considerations when you're choosing the plants. And you have a tiny little bit of repetition, because a little bit of repetition here and there gives you some reassurance. Yeah. And so, but you have to, mm. you know, you have to sort of take your time. Mm. Don't try and do it all at once. Yeah. Also der John sagt, so ein Pflanzplan, er hat da tatsächlich jetzt für diesen Garten 2 Tage dran gearbeitet. Und ich meine, das ist ein Profi, der kennt seine Pflanzen, der hat viele Pflanzpläne über die Jahre gemacht. Also Sie sehen, wenn Sie wirklich den Duft einplanen möchten, wenn Sie einplanen möchten, dass es den ganzen Sommer über toll blüht, dass es Laub korrespondiert, dass Sie Abwechslung in Ihren Beeten haben, das darf zwar ab und zu auch mal ein bisschen repetitiv sein, dass es sich wieder hier und da wiederholt, das ist auch immer sehr schön und bringt Harmonie. Aber es muss halt wirklich geplant werden. John sagt, das Tolle am Pflanzplan ist einfach, dass man sich fokussiert. Ja? Man fragt sich, was will ich eigentlich in diesem Garten? Welche Farben möchte ich? Wie lange soll es blühen? Was sind die Höhepunkte? Mit welchen Rosen möchte ich arbeiten? Und da fokussiert man sich drauf und dann fängt man eben an, das eben nicht dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich durch zu strukturieren, die Architektur auch in die Beete zu bringen und all diese Geschichten. Exactly, exactly. So all of these considerations you put together, and of course you make a priority, yeah. and then it comes together. Yeah. Also hier jetzt mit diesem Garten, und ich meine, da haben unsere Zuschauer natürlich richtig Glück, also sie kriegen als allererstes mal die ganze Pflanzenliste, alle Pflanzen, die jetzt hier drin sind, finden sie unten im Infokasten und viele davon natürlich auch bei uns im Online-Shop, dass sie die auch bestellen können. Dann haben sie da auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick, was jetzt hier in diesen Garten reingekommen ist. Wir werden das auch nach ein bisschen nach diesen Farben, nach diesen Pastellfarbfamilien sortieren. Wir sind auch dabei, deinen Pflanzplan richtig schön zu bearbeiten und auch schön für unsere Zuschauer zu malen. Der wird in Bälde, in Kürze auch für Sie dann verfügbar sein, auch über den Online-Shop. Und dann können Sie im Prinzip Ihren
pastellweißen Garten oder ihr pastellweißes Beet wunderbar auch entsprechend dieses Pflanzplans anlegen, weil wer hat schon von Ihnen 2 Tage Zeit, um sich da mit einem Pflanzplan auseinanderzusetzen? Und dann ist es natürlich super, wenn wir deinen Pflanzplan einfach verwenden dürfen. Thank you. Is that okay for you? That's excellent news. Yeah. Good, good. So, John, zum Abschluss, was willst du uns, komm, lass uns noch ein bisschen hier langlaufen, was willst du uns noch mitgeben als letzten Tipp für den Garten? Well, I think the important thing with a new garden is not to be impatient. Yeah. You know, you've done all your work and it now just needs time. Yeah, and yeah. So this really isn't going to look lots of fun until next year. Okay. You know, we're happy in the meanwhile just going along and looking after it. Yeah. Also Johns Tipp an Sie ist einfach natürlich wie immer im Garten Geduld. Der Garten wird natürlich sein volles Potenzial erst im nächsten Jahr hier zeigen, wirklich. Aber ich finde trotzdem, schau mal, hier ist der Phlox am Blühen. Es ist schon so vieles, was hier jetzt auch in diesem Jahr schon schön aussieht und einem die Freude, Vorfreude aufs nächste Jahr dann auf jeden Fall weckt. Und Sie werden natürlich den ganzen Sommer über immer wieder hier sehen, wie der Garten sich weiterentwickelt, damit Sie natürlich da nichts verpassen. Sir John, thank you very much as ever. War super spannend und ich freue mich riesig über unseren Hochzeitsgarten. Excellent. Und dann auf das nächste Projekt, das wir sicherlich demnächst auch wieder ausdecken, oh. Okay? There are endless projects, okay. But lots of fun with them. Habt noch einen schönen Sonntag. Danke thank dir. You indeed. Bye. Das war doch mal richtig klasse, oder? Information ohne Ende. Und das Tolle für Sie ist, dass das nicht nur im Weiß- und Pastellbereich bleiben wird, sondern wir werden mit dem John noch alle möglichen anderen Farbkonzepte in den nächsten Wochen für Sie zusammenstellen, dass Sie wirklich bausteinartig, wenn Sie möchten, Ihre Gärten und Ihre Beete mit verschiedensten Farbkonzepten füllen können. Und da bin ich also auch schon irre gespannt drauf. Ganz kleiner Hinweis noch, das Plant Wellness ist bis Anfang Juli wahrscheinlich nicht lieferbar. Wir machen da ein kleines YouTube Short noch dazu, damit Sie da die Informationen bekommen. Kein Beinbruch, alles nicht schlimm. Plant Health hilft wunderbar gegen Ihre Pilze, können Sie auch alleine spritzen, ohne die Kombi, wenn es sein muss. Und ansonsten für heute ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Freue mich riesig auf nächsten Sonntag, wenn es weitergeht, hier bei uns in den Gärten und verabschiede mich jetzt bei Ihnen mit ein paar wunderschönen Impressionen noch von blühenden Rosen und blühenden Pfingstrosen aktuell hier aus den Gärten. Haben Sie einen wunderschönen Sonntag, eine gute Woche und dann bis bald wieder. Tschüss!